Hi Leute, das ist Sano hier. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass der Summit, der Floor 100, ne, nachdem man die ganzen Stockwerke geschafft hat, dass der ein bisschen geändert wurde und dass generell das Projekt, ja, ich zeig's euch aber direkt auch nochmal, dass das wöchentliche Projekt im Summit auch geändert wurde. Das waren vorher 30 Stockwerke, die man hat laufen müssen. Jetzt sind 15 und durch die Änderungen an den Projekten mache ich halt wie viele andere die Projekte durch und nimmt den Kram mit, den man da bekommt. So, jetzt war es so, dass ich im Summit so kurz vor Floor 100 war und überlegt hatte, sollst du jetzt da hochspielen, machst du jetzt fertig oder tust du resetten und nimmst die ganzen Herausforderungen nochmal mit. Und dann habe ich mir gedacht, komm, da hat sich ja was geändert. Guckst du dir das Ganze mal an und spielst du das Ganze mal. Versuchst du die mal solo zu knacken. So. Jetzt ist es halt, wie gesagt, so, dass diesen Floor 100 konnte man normalerweise, ne, kommt ja diese eine Gegnerwelle, ihr seht aber gleich auch nochmal, kommt diese eine Gegnerwelle und dann kommt ihr in diesen Vorraum, bevor ihr quasi in den allerletzten Raum kommt, wo die Hunter drin sind. Das war ja vorher so, habt die Tür geöffnet, einer ist reingelaufen, alle sind wieder zurück in den Raum und dann war es, das hat keinen Spaß gemacht, das war nicht wirklich gut. Du hast dann gewartet, bis ein Hunter sich irgendwie wann verirrt hat in den Raum und das war halt einfach Schmutz, ne, so. Jetzt ist es so, dass die beste Möglichkeit in Anführungszeichen ist, dass man in den Raum reinläuft, sich links hält und dann direkt hinten auf den Balkon läuft, auf die Terrasse und von dort aus die Hunter spielt. Ja, das hatte ich. Ich habe es seit dem Update noch nicht gemacht und habe das Ganze versucht. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Ne? Also das, was ihr hier seht, ist nicht das Resultat aus einem Flawless Run. Ne? So schön wert gewesen, aber ist halt nicht so. Aber das Ganze war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es so nebenbei gemacht und habe es per PSN dann aufgenommen. Schade, ich hätte das gern live gehabt, aber es ist wie es ist. Ne? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Getackelt habe ich das Ganze mit meinem Umbra-Bild. Ja, falls die meisten von euch werden wissen, ich bin ein absoluter Umbra-Fan. Ich finde das Bild hier absolut geil. Ne? Die Umbra mit der eisernen Lunge ist absolut Zuckerbild. Und ja, damit bin ich das Ganze angegangen und das hat ja dann doch sehr gut funktioniert. Ja. Das war's von mir, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gameplay für alle, die Bock haben, sich das anzuschauen. So, und wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.
Incinerator turret detected. Rogue defender drone detected. Hostile defender drone. System reactivated. System restored. Holy shit. You did it. You reached the top. That's incredible. Come back to Haven, Agent. You deserve a break. I kinda can't believe you finished that. I know I don't have the stamina for that kind of ordeal.